Okay, machen wir das erste von der dritten Welt. Ja, Ice Steel. Die Gegner, aber mittlerweile könnte es mit einem normalen Gegner ganz gut im Hof nehmen. Ja, schon, auch ich noch eine Eiskugel. Oh Gott. Jo, das war knapp. Knapper als es sein müssen. Aber wir gehen es nochmal. So, über. Okay. Ja, muss ich erstmal ein bisschen damit lernen und ob es im Kampf so viel bringt. Ich muss auch mal schauen, ob ich den Move irgendwie so viel einsetzen kann. Ja, man kann es ein bisschen ausweichen, das war's auch. Ah, jetzt muss ich es nach oben einsetzen, weil ich nur durch das wieder Blöcke, glaube ich, verschwinden. Ja, wow. Die Steine halten die Eiskugel auf. Und das Element geht weiter. Das wird das Level sehr stark spezialisiert darauf. Wir müssen aufhalten. Hier kein vorbeigehen. Ich habe einen Schlüssel. Haben wir erstmal gut vertragen. Okay, und jetzt noch hier durch. Glitschen. Ja, ich glaube, Glitschen diese Fähigkeit ganz gut beschreiben. Oh, noch ein Boss kommt. Ja, nicht viel Leben, es kann problematisch werden. Oh, der Angriff hat eben gedroppt. Ich bin sehr dankbar für die Spende. Du, ich brauche meine Ulti. Also, die kann ich noch einsetzen. Oh, die Energie nehme ich gerne. Gegen die Wind. Habe ich noch bekommen? Ich glaube nicht. Schade, aber dafür ist der Level auch geschlossen. Okay, für die Prüfung brauchen wir Stachel Level 3. Das haben wir. Stacheln habe ich noch gar nicht wirklich eingesetzt. Aufladen. Ja, okay, jetzt versteht ihr mehr. Macht den Stacheln auch viel mehr Sinn, aber die Zeit aufladen habe, weiß ich nicht. Verkehr schaffen. Ich auch gleichzeitig ein bisschen geschützt bin, aber noch nicht so ganz. Das ist genau ein bisschen mir. Ah, und Schalke sind auch noch in Zeit. Zeit für mich verbunden, dass ich das schnell machen muss. Ja, ja, nicht so ganz. Aber da, perfekt. Und damit haben wir auch geschafft. Dann will ich den Dash tatsächlich mal upgraden. Weil ich dann doch sehr gerne mit ihm spiele. Oh, mein Match schon Unterschied, glaube ich. Damage muss ich eben jetzt mal testen im nächsten Level. Ja, dass man nach oben geht. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob dieser nach oben schon gemaxed ist. Der ist noch nicht so krass. Ja, perfekt im Moment, um mal einzusetzen. Und hier? Ja, will ich meinen Dash-Angriff einsetzen? Ja, bin nicht so überzeugt. Aber es ist ja auch noch ein Upgrade auf jeden Fall möglich. Und neues habe ich mein Ulti verschwendet. Gar nicht wie ein Mini-Boss-Kampf. Ja, auch bisher ist einen. Auch ein Mini-Boss-Kampf mit Kirby war. Also da habe ich auch, dass die öfters jetzt dran kommen. Es ist ja schon ein paar Level her, dass wir eigentlich so vom Spiel her stark genug sein sollten. Und hier brauche ich auch eine Stachel-Fähigkeit, sonst würde ich da nicht rankommen. Außer wie hier. Ach, dann war es doch zum Treffen unnötig. So, da durchdashen, egal ob ich getroffen werde. Ah, wieder was zu beschützen. Okay, da war dann mit auch unten sein. Dass ich den Boss gerade noch gewartet und packt sich noch. Naja, hat gut Schaden genommen, leider die Urne. Besser, besser verteidigen. Ja, aber sowas verteidigen hasse ich irgendwie in meinen Games. Sauer mich. Das ist nicht so ganz Sinn. Meine Ulti wieder. Gut. Gerade wenn ich mich beschwer, wenn ich diesen Mini-Boss kriege, kann ich es auch mal. So, du sollst dich aber schnell verschwinden. Ulti. Wird nicht ganz ausreichen, ja. Aber du bist down. Wollte dashen, aber das macht er nicht. Hat Combo noch aufgebaut und das ist jetzt zu Ende. Oh, wieder Platin-Medaille. Nebel doch in etwas größeren Bereich auflösen. Und dann tun wir mal die Combo ein bisschen erhöhen, das Zeitlimit. Aha, den Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall mal das Schild Level 2 haben. Ja gut, ich werde hier ja feigen müssen. Das wird so das Gimmick sein. Ja, das wird hinbekommen. Nochmal. Ah, und dann wieder schnell abbrechen. Okay. Schild wirklich nur nutzen, wenn ich es auch brauche. Und dann wieder schnell deaktivieren. Um keinen Schaden zu bekommen. Ja, das klappt aber sehr gut. Und jetzt, und jetzt. Ja, abbrechen. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ach, hab ich's geschafft. Ja, gut, geile Prüfung. Eis. Ich wollte keinen Angriff, oder? Nee, Feuer glaube ich nicht. Na gut, machen wir das Level. Mein Dash ist ja zum Beispiel Wind oder meine Bomben sind Elektro. Feuer haben wir tatsächlich noch nicht. Ah, Wind. Können wir das hier aktivieren? Das. Achso, ich muss das Feld so. Gut, na gut. Was haben wir denn da? Eine Flasche. Ja, okay, jetzt muss ich mich hier stecken hinarbeiten. War mein Bewegen gerade am Arsch. Ja, ich sollte glaube ich gleich eben das nächste Mal upgraden. Bevor ich doch irgendwie sterbe, weil ich irgendwo runterfall. Das wäre sehr günstig. Und mit der guten Agility kann man auch recht ausweichen. Ich nehme mich. Den linken. Das sind ja Belohnungen. Lass mich durch. Oh, kann ich was so einfach? Ich kann doch einfach Schild machen. Gerade ich das Schild prüfen und dann vergesse ich es direkt wieder. Redashen, ganz klar. Ja, die Gegner können sich dann Bomben einsetzen. Mein Gemüse ist nicht schwerer.
Aber Schild sollte halt uns helfen. Richter. Wohin? Wieder zurück. Ah, ich bin auch einfach unten teleportieren können. Ja, es gibt verschiedene Lösungen, um zu kommen. Ui, Gegner. Oh, Healing, wichtig. Ah, normal Gegner mittlerweile gar kein Problem mehr. Nur, dass ich mich mal zum Treffen lasse, aber ansonsten ist das ganz entspannt. Ich habe auch dieses Level schon abgeschlossen. Sehr cool. Oh, wieder Platin. Jetzt kriegen wir die Medaille aber öfters. Jetzt decken wir da jetzt noch alles auf. Noch ein Level. Genau, Schwebekraft. Ah, die können wir sogar maxen. Ich machen da das Gebiet hier. Gut, machen wir das vierte Level. Erwischt. Anpass. Die Dimensionen sind hier so verwirrend. Also die Oberwelt und die restlichen Level waren so Eis, die doch die eine ganze Atlantis-Bühne ein bisschen bemerkt hat. Ja, aber auch so mystikal, also nach Motto für Krieg oder so. Dann ist das dritte Level immer auf so Level angelehnt, so beziehungsweise eins das ist, und auf einmal Wasser. Finde ich sehr interessant. Erste Eigenfluss der Welt, war es immer das erste? Ich weiß es gar nicht, ich nicht so von der Reihenfolge im Kopf. Ich kenne es auf jeden Fall wieder, aber genau, muss ich eben nicht sagen. Kann sich das Standard Level auch ein bisschen zu aktivieren, weil dann Kirby. Ich paar Level von Schreiben im Kopf behalten, weil die geil waren, aber viele waren halt. Ja, okay, hat nicht so ein besonderes Feature oder so. Doch, wir können Dash jetzt auch öfters einsetzen. Durch da, hoch da, drücken. Oh, jetzt wenn ich ihn aufladen, macht auch Schlagschaden mein normaler Angriff. Der ist richtig zu gebrochen mittlerweile. Der Barriere. Ja, ja. Gut, Finale. Meine Ulti auch. Alles gut. Mal schauen, ob ich die einsetzen werde. Ist das etwas stärker Gegner? Das war's im Winter, dann war's schon. Ja, okay. Haben wir uns diese eben erspart. Aber haben wir auch das letzte Level der Welt abgeschlossen. Wir schalten das Boss-Level frei. Aha, da brauchen wir den Dimensionsverschleier auf Level 2. Damit wir diesen auch direkt maxen können. Wie beendet? Ja, doch die Reichweite wird stark erweitert. Hätte man doch einen relativ großen Unterschied. Auch wenn ich mit der Fähigkeit, glaube ich, nicht so warm werde. Hier brauche ich natürlich. Ah, ich muss auch mehrmals hintereinander einsetzen. Ich auch nicht, ob das davor schon ging. Weil wir in der Luft eben, dass man eben ohne auf oben reinzukommen, die öfters einsetzen kann. Ja, nach oben geht es natürlich auch. Habe ich noch nie gemacht. Ist halt logischerweise möglich. Dadurch noch Pfeil nach unten, sehr geil dargestellt. Und jetzt haben wir auch alle Belohnungen. Und auch diese Prüfung abgeschlossen. Wählen wir uns den dritten Bosskampf. Ich bin natürlich sehr gespannt, was von oder Boss uns erwartet. Eis. Also der Affe sein, wo die KMH gespammt hat. Yo, aber im Wasser ist ein Fisch geworden. Sehr interessant alles. Macht doch direkt mal den Boden kaputt. Ja, der war auch relativ herausfordernd und jetzt ist er übelst schnell. Hä? Ich war damals schon sehr stark, aber jetzt ist er richtig nochmal schneller geworden. Stärker, ja. Oh, er kann auch seine Arme ausbreiten. Also hat er auch, glaube ich, schon davor gekonnt. Hat er uns, glaube ich, in seiner letzten Phase gemacht. Sehr interessant, wie sie denen nochmal extra Elemente gegeben haben. Der Fisch wurde jetzt Feuer, der Ding wurde leckt, glaube ich, oder? Aber schau, ob der auch noch seine Kamera wieder hart drauf hat. Ich habe mir auch meins auf jeden Fall aufgespart, ganz klar. Wenn, dann machen wir einen Mini-Clash gegeneinander. Ja, genau, das macht er auch. Okay, es wird aber irgendwie eher zum Rasegarn. Eieiei. Na gut, dann schmeckt mal das da. Okay, war jetzt nicht so beeindruckend tatsächlich. Aber ich will mich nicht mit dem normalen Angriff so einsetzen. Ihr bekommt eine Ressource, insgesamt mehr Sinn. Hauptsache seine Wasserhaaren werden trotzdem golden. Ja, das ist und bleibt einfach ein Pferdchen. Oh, ich hab doch Small bekommen. Aber ich möchte ihn doch noch ganz gerne erledigen. Muss ich nicht auch mit meiner Deckler drücken? Vorteil sein? Ich weiß es nicht. Ich hab's ganz knapp noch geschafft. Die Umgebung ist immer noch so eisig geblieben. Sehr interessant. Wir sind direkt im Apfel gelandet. 2000 Punkte erreicht. Ich glaube, wir tun immer einen 1000er Stand mehr erreicht nach dem Bosskampf. Ich glaube, mit diesem Apfelstück tun wir auch die letzte Fähigkeit erlangen, oder? Ja, das vierte Stück auf jeden Fall. Schwarzes Loch. Eine neue Ulti, okay, verstehe, wie das Kamehameha quasi. Würde ich sagen, können wir das schwarze Loch direkt mal auf maximal Level machen. Dann eben nach oben und das hier. Boah, okay, das ist schon krass. Hat denn viele Gegner und einen Platz nicht in einer Reihe? Ist das sehr sinnvoll?